Hallo liebe YouTuber, willkommen in meinem neuen Video. Ich möchte heute einen Stehstrauß mit Birke machen und ich möchte den aber heute so gestalten, dass die Blüten austauschbar sind. Weil Stehsträuße gab es ja schon öfter, aber mir kam heute Morgen irgendwie eine richtig tolle Idee und ich habe auch so eine schöne Birke und habe jetzt einfach hier mal so ein Bündel Birke mit reingeholt und habe die schon mit der Astschere in Stücke geschnitten. Und werde die jetzt gleich mal ein bisschen besser präparieren und dann geht's weiter mit der Idee im Detail. Aber bevor wir mit der Anleitung für den Stehstrauß starten, möchte ich euch das Ergebnis des vorletzten Videos zeigen und ein riesen Dankeschön für eure Unterstützung aussprechen. Der Versand von Osterkränzen läuft und anbei ein Blick in unsere Produktion. So, hallo liebe YouTuber und zwischendurch, bevor das nächste Video losgeht, muss ich doch nochmal ein ganz, ganz dickes Dankeschön schicken. Also es ist jetzt ein Blick aus der Werkstatt, so sieht es aus, wenn hier produziert wird. Und es ist echt überwältigend, was ihr alle bestellt habt. Hier ist also auch wieder so ein Kranz mit diesen kleinen schönen Nestchen. Wir sind diese Woche, obwohl die Tür vorne zu ist, wir sind total unter Wasser. Es ist unglaublich. Und wir haben so viele schöne Materialien, Zweige, Strohrömer. Wir haben Kätzchen noch da. Wir haben, die Kisten sind alle bereit, also zum Versenden. Und wir gehen jetzt mal kurz und hier habe ich noch vorbereitet, hier ein kleines Dankeschön für jede Bestellung immer. Ich zeige euch mal, kommt doch gerade mal mit, um die Ecke. Hier sind schon die ganzen Kränze jetzt zum Versand bereit. Wir haben das Band ein bisschen länger gemacht. Kürzer machen geht ja immer ganz leicht. Das sind die orangen Kränze, kleine Kränzchen mit weißen Federn, statt Perlhuhnfedern, so paar kleine extra Wünsche. Die Hasen, die sind alle weg, die haben alle zu Hause gefunden und diese Zettel sagen alle, dass die reserviert sind. Also es gibt keine Hasen mehr. Es hat sich ausgehasigt bei uns. Hier ist nochmal was anderes, eine kleine Bestellung von der Nachbarin, die wollte einen bunten Kranz ohne Orange, ist auch für uns kein Problem. Und nochmal so, wie es hier aussieht, also wir sind hier inmitten der Grenze, es ist die wahre Wucht und ich will einfach nochmal ein ganz, ganz, ganz dickes Dankeschön sagen für eure vielen lieben Mails, für die tollen Reaktionen, für die vielen Bestellungen. Ihr seid echt Bombe. Dankeschön. Ich habe jetzt so ein bisschen was vorbereitet und meine schönen Bogenstücke habe ich also in kürzere Stücke geschnitten. Die sollten nicht zu lang sein. Ich erkläre auch nachher nochmal warum. Also diese kleinen Stückchen und ich habe auch die Orchideenröhrchen. Die müssen natürlich oben und unten offen sein, weil da stecken wir die Tulpe durch, dass die Tulpe an die Wasserversorgung kommt. Und ich habe diese Orchideenröhrchen einfach die Floristenschere genommen und habe ziemlich brutal spritzen dann ein bisschen im Raum rum. Ich mache es mal über Mülleimer. Ich habe da einfach das untere Ende abgeschnitten. Ich habe ziemlich viele. Ich kann die auf diese Art und Weise auch locker zerstören. Dann habe ich Birke in Stücke geschnitten. So dieses lässige, diese Birkenspitzen. Und einen Bast, einen schönen Bast vorbereitet. Und es gibt sicherlich schon viele Stehsträuße und ich versuche ganz oft in meinen Videos Arbeiten zu machen, bei denen man die Blumen austauschen kann. Das kennst du ja wahrscheinlich von meinen anderen Videos und auch hier, man kann einen schönen Birkenstehstrauß machen, aber wenn man die Tulpen ganz normal reinbindet,
dann, wenn die Tulpe kaputt ist, ist auch der Stehstrauß im Müll. Und das ist mir eigentlich zu schade. Und so kam ich auf die Idee, dass ich dachte, es müsste auch anders gehen, dass man quasi Hohlräume sich schafft mit den Orchideenröhrchen. Ich habe den Bast auf den Tisch gelegt. Ich hoffe, das klappt jetzt auch alles. Ich habe den Bast auf den Tisch gelegt und möchte diese Orchideenröhrchen zwischen die Birkenstücke reinbinden sozusagen. Und das probiere ich jetzt, indem ich hier ein Bündel mache. Da kommt auch noch Birke außen rum, also es ist keine Panik. So, ich habe jetzt natürlich relativ viele Orchideenröhrchen genommen, weil ich dachte mir, je mehr Orchideenröhrchen, desto mehr Tulpen kriegen wir unter. Das wäre natürlich sehr, sehr schön. Und da der Bast schon auf dem Tisch lag, das ist jetzt ein bisschen natürlich eine kleine Fummelarbeit, aber trotzdem möchte ich das doch ganz alleine probieren. So, ich kann das alles nochmal so gegen mich drücken. Und die sollten natürlich alle möglichst parallel sein. Den Bast. Ich glaube, ich muss erstmal die erste Umdrehung von dem Bast festmachen. Und dann eine gewisse Stabilität in meiner Arbeit zu erreichen. Und dann gehe ich auch mal her und klopfe das Ganze einfach auf den Tisch auf. So, das ist schon mal nicht schlecht. Schritt 1 ist schon mal gemacht. Die Orchideenröhrchen drücke ich mal runter. Und jetzt kann ich mir auch meine Birkenstückchen noch so ein bisschen arrangieren, wie ich das gerne hätte. Das ist sehr schön. Und dann gehe ich nochmal mit meinem Bast, gehe ich einfach nochmal um die Arbeit drumherum. Super, also ich finde, es steht schon schön. Und wenn man jetzt hier mal reinguckt, dann habe ich hier ganz viele Orchideenröhrchen in die Mitte reingemacht. Das ist echt klasse. Und binde jetzt erstmal das Ganze fest. So. Eine Schere. Moment, hier ist sie. Super. Also ruhig schön fest auf den Tisch aufklopfen. Jetzt zieht man hier von vorne natürlich noch in Orchideenröhrchen rein. Das macht aber nichts. Und hier unten sieht man auch, die kommen dann alle ins Wasser. Und der Gag an der ganzen Geschichte ist, ich wollte auch gern noch mal ein bisschen Birke da drum rum machen. Ich finde es schön, wenn die Birke, so ein bisschen die dünne Birke über die dicke Birke drüber steht. Das habe ich ein bisschen zu lang gemacht, aber zu lang ist kein Problem. Kürzer geht immer. Bloß verlängern geht nie. Und deswegen würde ich das jetzt auch, diese Länge finde ich sehr, sehr schön in der Relation zu den Birkenstücken. So, ich habe da auch noch ein zweites Bündel gemacht, dass ich auch noch mal ein bisschen kürze. Also ein bisschen Vorbereitungsarbeit. Aber sowas findet sich eigentlich sehr recht leicht in der Natur. Ich habe einen sehr schönen Draht gefunden, der auch so ganz toll passt zu der ganzen Arbeit. Einen grünen Bouillon-Draht zeige ich auch im Bestelllink. Gibt es natürlich bei Floristik24 zu bestellen. Und er hat einen wunderschönen Effekt. Und damit dieses eine Orchideenröhrchen auch verschwindet, lege ich einfach die Birke hier schon mal drüber über dieses Orchideenröhrchen und wickle die Birkenstücke mit dem Draht fest. So, damit ist schon mal Runde 1 geschafft. Das kann man also auch nach Belieben arbeiten. Man kann auch nur eine Seite mit dieser längeren Birke bestücken und die andere Seite diese kurzen Hölzchen lassen. Also auch das würde sehr schön aussehen. Das lässt sich dann sehr, sehr flexibel machen. Ich finde es ganz schön, wenn die Tulpen wie in so einem Nest hier drin sitzen. Und mir gefällt es eigentlich besser. Das sieht dann schön frühlingsmäßig aus. So, mit dem Draht. Das
ist eine ganz tolle dekorative, also wo ich auch ein paar Umdrehungen machen, weil wenn man es hier mal mit der Kamera zeigt, ist der Draht also ein sehr, sehr schön und sehr edel. Ja, ist eine ganz, ganz tolle Deko. Ich habe die Bastfarbe extra identisch zu der Drahtfarbe gewählt. Und dann mache ich den Draht, wickel den fest. Und was ich jetzt natürlich noch machen muss, ist, ich muss diese ganzen Stückchen, die ich hier dran gewickelt habe, da muss jetzt die Länge identisch sein mit dem dicken Holzstückchen. Weil das muss jetzt natürlich schön aufsitzen in meinem Glas, wo ich das reinmache. So, das Ganze einfach nochmal schön herzhaft auf den Tisch aufklopfen. Nimmt eine schöne Glasschale. Diese Schale gibt es auch bei Floristik 24, habe ich dort bestellt. Ich zeige dir nun, wo du die Artikel findest. Und zwar, du suchst nach Gesteckröhrchen, wählst die Gesteckröhrchen, die am längsten sind, nämlich die mit 11 cm. Aus und klickst die an und dann stellst du die in den Warenkorb. Als nächstes möchte ich gerne die Gartenschere suchen, mit der ich die Birke so gut schneiden konnte. Hier empfehle ich immer diese Gartenschere in Metall mit den schwarzen Griffen, mit der arbeite ich seit Jahren sehr, sehr gut. Da springt auch die Feder nicht raus, die ist super und ist im Moment auch noch reduziert. Einen grünen Bast, diesen hellgrünen Raffia-Bast, habe ich benutzt. Auch der kommt in den Warenkorb. Des Weiteren habe ich den Bouillon-Draht außen um die Birke gewickelt. Der hat diesen wunderschönen metallischen gewellten Effekt. Sieht sehr, sehr edel aus, auch in Weihnachtsarbeiten. Ein traumhafter Effekt. Hier habe ich den Apfelgrün genommen, wobei es noch sehr, sehr viele tolle weitere Farben gibt. Und zu guter Letzt habe ich nach einer schönen Glasschale gesucht, die mit einem flachen Boden dem Strauß einen optimalen Stand bietet. Es gibt auch eine mit 15 cm Durchmesser. Ich finde die mit 25 cm Durchmesser schöner und etwas großzügiger. Und das habe ich alles in den Warenkorb eingestellt. Und im Warenkorb musst du dann nur noch den Rabattcode MARGIT eingeben und dann bekommst du 10% Rabatt auf alle Artikel mit meinem Fanrabatt. Viel Spaß beim Bestellen. Und der Clou an der ganzen Geschichte ist, dass ich jetzt meine Tulpen nehme. Die Länge kann ich mir noch überlegen. Und ich kann diese Tulpen ganz einfach jetzt durch die Orchideenröhrchen zum Wasser führen. Das ist super. Und die Birkenstücke, die halten sehr, sehr schön. Es gibt Materialien, die nicht so gut halten. Also man muss jetzt immer, je Orchideenröhrchen kann man eine Tulpe bis zum Boden. Wichtig ist, dass die Tulpe unten am Boden aufsetzt. Ja, die muss auch ans Wasser kommen. Wasser kommt natürlich auch noch gleich rein in die Schale. Ich würde auch ein paar Blätter abmachen von den Tulpen. Dann ist es einfacher, weil wenn die Blätter, die sperren sonst so und ich komme dann gar nicht durch diese Äste und so komme ich gar nicht so durch. So, kleines Geduldsspielchen. Also die Wirkung und die Optik mit den Tulpen in der Birke, die finde ich schon hammermäßig schön. Gefällt mir total gut. Wenn die Tulpen nach einiger Zeit verblühen, dann würde ich die Birke auch immer ein bisschen abwaschen, damit die wieder schön frisch ist. Die hält sehr gut frisch, aber wichtig ist, dass diese Arbeit nicht gammelig wird. Und dann kann man dem Ganzen immer eine,
eine ganz tolle neue Frische verleihen. Wir benutzen also diese Orchideenröhrchen wirklich nur als Platzhalter, um den Tulpenstiel bis zum Wasser zu bekommen und um die Tulpen austauschbar zu machen. Die sind also wie solche, ja, diese Röhrchen. Und selbst wenn nicht alle Röhrchen bestückt werden, weil ich glaube, ich brauche gar nicht so viel Tulpen, wie ich Röhrchen habe in meiner Arbeit, wie man hier sieht, und es ist schon wunderschön ausgekleidet, dann ist auch das Ziel schon erfüllt, weil ich einfach meine Platzhalter schon toll eingesetzt habe. Ja, ganz wichtig ist natürlich nicht vergessen, Wasser aufzufüllen in der Schale. Reichen auch schon 2 cm Wasser. Mehr brauchen Tulpen nicht, die halten auch dann sehr, sehr gut. Und so im Anschluss, ich zeige jetzt einfach nochmal, hier sieht man, sind alle Tulpen in den Röhrchen, kommen hier raus, haben alle super Wasserversorgung. Es ist also, das Neue ist jetzt, der Stehstrauß mit diesen austauschbaren Tulpen. Das ist meine neue Idee und ich wünsche dir ganz viel Tulpenfreude und du kannst auch jedes Mal eine andere Farbe reinmachen. Das ist also auch eine wunderschöne Geschenkidee. Ich hoffe, dir hat meine Idee gefallen und ich freue mich, dich beim nächsten Video wiederzusehen. Bis bald. Ganz liebe Tulpengrüße und Frühlingsgrüße von deiner Margit. Tschüss!